und ein Dämon steuert mich. Ich kann meine Handlung nicht mehr kontrollieren, Leute. Ich zauber hier Markieren hin und dann einfach so sinnlos, so böse das auch klingt, attackiere ich diesen Typen mit einem Feuerball. Wenn er denn mal klappt. Wenn er denn mal klappt. Verdammt, ich muss dich treffen. Oh Gott, ich werde verfolgt. Jetzt aber schnell weg. Ja, okay, ich bezahle das Geld. Ich bin jetzt wieder lieb. Ja, ich war gerade von einem Dämon besessen. Oh mein Gott, ein Rückfall. Ich benutze den Rückkehrzauber und zufällig stehe ich hier und auf diesem Schranke liegt etwas, das mir gefällt. Ich muss es an mich nehmen, so sehr ich mich dagegen auch sträube. Gold und... Wenn ich kein Depp wäre, selbst in besessenem Zustand bin ich ein Depp, Leute. Ein Schwert. Was ist das für ein... Jetzt bin ich wieder frei vom Dämon. Was ist das für... Oh Gott. Dafür komme ich in die Psychiatrie. Was ist das für ein Schwert? Schwert des weißen Wehklagens. Ein E-Merz-Schwert. Sehr viel wert. 17.000 Draken, um genau zu sein. Um ein Vielfaches stärker als unser vorheriges Schwert. Und auch noch verzaubert. Lebensenergie entziehen. 1 bis 10 Punkte für 30 Sekunden. Das heißt, über einen Zeitraum von 30 Sekunden wird pro Sekunde 1 bis 10 Punkte Lebensenergie entzerrt. Nein, entzogen. Das ist viel. Tudu. Na 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 na. Ihr dürft sprechen. Darf ich auch das Schwert sprechen lassen? Nein. Schnelltaste. Ich mag dieses Schwert und ich hole es gern ab. Jo. Caius Cassades. Genau, Caius Cassades. Entschuldigung für diesen kleinen Abstecher, aber ich hielt es für äußerst sinnvoll. Ich wollte damit natürlich nur die Zauber erklären. Dort ist die Taverne Südwall. Fragen wir mal nach, wo der gute alte Caius sich verstecken könnte. Oder der junge Caius. Wir haben ihn noch nie gesehen. Soll das ein Tanz werden? Ich habe nur wenig Zeit. Ja. Innenbereiche werden geladen. Worum geht es? Es geht um Caius Cassades. Wo finde ich den? Caius Cassades ist im Nordwesten der Stadt zu finden. Geht aus dieser Türe raus. Nicht aus der Balkontüre. Aber es ist auch egal. Springt ruhig auf mein Eigentum. Bitte bespringt meine Kiste. Und kommt nicht drauf. Ich... Vergesst es. Ich wäre jetzt normalerweise auf diese Kiste gesprungen, da die Häuserfassade oben lang und hier runtergefallen, runtergesprungen. Es lässt sich aber auch so errichten. Und dort ist laut Wegbeschreibung das Haus von Caius Cassades. Musik? Okay. Caius Cassades' Haus. Worum geht es? Ja. Es, das bin ich und ich gehe um dich, weil ich Kreislaufprobleme habe. Nein, weil ich total verwirrt bin. Warum zur Hölle? Ja, ich weiß, es ist komisch. Warum zur Hölle ziehst du kein T-Shirt an? Da liegt eins. Okay, ein Hemd, aber das tut's doch auch. Gott, ein alter, schwitziger Mann mit nacktem Oberkörper, der gerne mal Drogen konsumiert. Es wird ja immer schöner. Wenn er jetzt noch... Okay, er hat Bücher. Was? Ja, ich bin Caius Cassades. Doch was meint ihr damit? Euch wurde gesagt, meldet euch bei Caius Cassades. Meint ihr damit vielleicht, dass euch gesagt wurde, dass ihr euch bei Caius Cassades melden sollt? Wovon redet ihr? Ja, ja, ich habe ein Paket und hier ist das Paket. Sehr interessant. So, hier steht, der Kaiser wünscht, dass ich euch zum Novizen bei den Klingen mache. Das bedeutet, ihr müsst meine Befehle befolgen. Seid ihr dazu bereit, Marco?
Bin ich denn wirklich so weit, dass ich die Befehle dieses Mannes verfolge? Na, bevor ich nachher passiv diesen Mann verfolge. Dieser Satz ergab keinen Sinn. Okay. Gut, willkommen im Dienste, Novize Marco. Nun gehört ihr zu den Klingen. Wir sind in den Provinzen die Augen und Ohren des Kaisers. Praktisch ein Geheimdienst. Ihr könnt mein Bett benutzen. Oh Gott. Wenn ihr ruhen müsst. Glaub mir, Kaius, ich würde dein Bett noch nicht mal als meine allerletzte Ruhestätte benutzen. Aber fasst meine persönlichen Sachen nicht an, solange ich nicht etwas anderes sage. Selbst auf Befehl würde ich dich nicht anfassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt eure bescheidenen Fertigkeiten bei einem Ausbilder der Klingen verbessern. Oder, falls ihr es eilig habt, kann ich euch sofort Befehle erteilen. Ja, gib her. Also, Pilger, ihr seid neu und das sieht man. Du bist alt und das sieht man. Hier sind 200 Draken. Besorgt euch eine vernünftige Waffe, eine Rüstung oder einen Zauber. Gebt euch als Abenteurer aus. Das ist total der Mainstream-Beruf. Davon gibt's hier sowas von viele. Ihr könnt der Kriegergilde beitreten oder der Magiergilde oder dem kaiserlichen Kult oder in die kaiserliche Legion eintreten, dort aufsteigen, eure Fertigkeiten verbessern und Erfahrung sammeln oder sucht Arbeit auf eigene Faust. Was er hier aufgezählt hat, sind einige der sehr vielen Gilden, die es in Morrowind gibt. Was ist eine Gilde? Eine Gilde ist praktisch eine Interessengemeinschaft, der man beitreten kann, für die man Aufgaben erfüllen kann, in der man aufsteigen kann, sich hochschlafen kann, was weiß ich. Und ja, es hat Vorteile, sich einer Gilde anzuschließen. Mehr dazu seht ihr später. Er will also praktisch, dass wir uns ein bisschen vorbereiten. Und muss ich das tun? Ja, das will ich tun, denn im Moment brauche ich sehr lange, um mich fortzubewegen, und das will ich jetzt schon ändern. Dazu sehen wir uns allerdings gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Was werden wir jetzt tun? Der ist da drin, oder? Ja, das ergibt keinen Sinn. Wir werden uns jetzt immer noch schleichend wie eine Schlammkrabbe zur Magiergilde begeben. Die hat nämlich eine Gildenhalle hier in Balmora. Und dort werden wir diverse kurze Dinge erledigen. Das ist eine Sache, die ich oft gefragt worden bin. Ob ich jetzt nur vorhabe, das Hauptspiel, die Hauptquest praktisch zu erledigen oder auch einige der Gilden. Und ich sag's mal so, ich lege mich da gar nicht fest. Ich mache einfach, was mir gerade in den Sinn kommt. Könntet ihr euch vielleicht ein wenig sputen? Ich werde natürlich trotzdem die Hauptquest machen. Selbstverständlich. Hallo Bibi Blocksberg, deine Hilfe brauche ich im Moment nicht. Rhanis Atyris, sucht ihr mich? Ihr wollt der Magiergilde beitreten? Tatsächlich will ich das. Ja, ihr seht wie jemand aus, den wir gebrauchen könnten. Okay, bin dabei. Ihr seid nun ein Mitglied der Magiergilde. Willkommen, Aspirant. Ich höre eure Worte. Und ich höre die deinigen. Die deinigen? Welche seelische Krankheit bringt mich dazu, so etwas zu sagen? Egal. Wir sind jetzt in der Magiergilde. Das wird, hier angezeigt. Unser Rang ist Aspirant. Für den nächsten Rang, das wäre Schüler, benötigen wir eine gewisse Intelligenz, gewisse Willenskraft. Das sind die beiden bevorzugten Fähigkeiten dieser Gilde, Attribute, um genau zu sein. Und ein paar, eine Fertigkeit der hier aufgezählten mit Stufe 10. Außerdem, um eine Beförderung zu kriegen, müssen wir natürlich unsere Treue zur Gilde zeigen und einige Aufträge erledigen. Ich mache jetzt im Schnelldurchlauf 2. Keine Angst, ich werde mich hier nicht sehr lang aufhalten. Was wünscht ihr? Ich will mit dir sprechen. Denn bei dir kann ich Zauber erstellen. Ja, Magiesystem von Morrowind. Genial, genial, genial. Ich werde euch mal kurz etwas zeigen. Ich kaufe mir jetzt einen Türöffnungszauber, einen gewöhnlichen, den man überall findet.
öffnen 50 Punkte auf Berührung. Und dann laufe ich zu dir. Und per Magie kann ich eigene Zauber stellen. Das heißt, ich könnte jetzt einen Zauber stellen, der gleichzeitig eine Gegend markiert und mich dorthin bringt. Was ich noch nie gemacht habe und was wahrscheinlich das Sinnloseste aller Zeiten ist.